Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, werte Damen und Herren Abgeordnete, vor allem liebe SPÖ, heute geht es um Reverstaatlichung, das ist doch eigentlich Ihr Thema. Hier hätten Sie die Chance, hier könnten Sie sich anschließen. Aber worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über die Rückabwicklung einer Maßnahme zur Betreuung von Asylwerbern, die vor Jahren in private Hände ging. Warum wollen wir das? Weil wir der Meinung sind, dass die Betreuung von Asylwerbern eine staatliche Aufgabe ist, vom Staat finanziert werden muss und auch in staatliche Hände gehört. Mit der BBU wird das der Fall sein. Wir als Freiheitliche sind schon lange skeptisch darüber, dass Firmen damit betraut werden, die gewinnorientiert handeln. Daher verlagern wir jetzt zurück in die Obhut des Staates, des Rechtsstaates und seiner Institutionen. Das heißt im Klartext, dass die Versorgung, die Rechtsberatung, die Dolmetschdienste und natürlich auch die Kontrolle der Menschenrechte künftig wieder durch diese Gesellschaft für die Republik besorgt werden. Und das heißt auch, dass die Erwirtschaftung von Gewinnen in der Flüchtlingsbetreuung künftig keine Rolle mehr spielen werden. Das müsste auch in Ihrem Sinne sein, liebe Opposition, in unserem Sinne ist es jedenfalls. Werte Abgeordnete, Österreich genießt weltweites Ansehen in Fragen der Menschenrechtsstandards, die hier von unseren Behörden gelebt werden. Dass nun auch die Rechtsberatung in die Obhut des Staates gelegt wird, ist auch kein österreichisches Novum. Auch EU-Länder wie Finnland, Frankreich und Irland führen diese Rechtsberatung im eigenen unter Wahrung unionsrechtlicher Vorgaben durch. Und das wird auch in Österreich so sein. Rechtsberater, Übersetzer und Menschenrechtsbeobachter müssen überdies, das können wir nachlesen in den Paragraphen 13 bis 15 dieses Gesetzes, eine fundierte Ausbildung aufweisen und sie sind in ihrer Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei. Unabhängig und weisungsfrei. Wer anderes behauptet, sagt die Unwahrheit. Rechtsberatung ist, so können wir in Paragraph 49 wieder nachlesen, die Organisation des Übersetzers, das Erklären des Verfahrensablaufes und die Einschätzung, die reale Einschätzung der möglichen Zuerkennung vom Schutz. Es ist eine Unterstützung und es ist Aufklärung über die Rechtsmittel im Verfahren, so wie es ja auch in anderen Verfahren von Organen des Staates gegeben wird und dort funktioniert es seit Jahrzehnten. Hier ist es nur detaillierter der Fall. Und auf Verlangen kann der Berater auch zum Vertreter werden. Und viele heutige Rechtsberater werden auch in Zukunft als Rechtsberater tätig sein können. Und ich verstehe daher auch nicht, warum Sie diesen Menschen das Vertrauen entziehen wollen, nur weil sie künftig für eine Agentur der Republik Österreich tätig sind. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht eingeht. Liebe SPÖ, heute, hier und jetzt dürfen Sie verstaatlichen, und zwar ohne, dass wir einen wirtschaftlichen Bauchfleck befürchten müssen. Daher, werte Abgeordnete, geben Sie Ihre Unterstützung, um diese staatliche Aufgabe zurück in staatliche Hände zu geben, dort, wo sie auch hingehört. Danke.